Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir den Golf hier noch stehen. Ihr habt es im letzten Video gesehen. Er wurde gefüllert und ein bisschen angenebelt. Um den geht es aber nicht. Der darf hier noch ein bisschen ruhen. Denn parallel wollen wir natürlich auch am T2-Bus Palina-Projekt weitermachen. Wir haben schon alles rausgeräumt, was dort drin lag. Denn heute geht es hier im Innenraum los. Ihr seht es, hier sind ganz viele Klebereste auf dem Dach. Und das muss dringend gedämmt werden. Seht ihr diese Bereiche hier, wo ursprünglich mal ein Himmel dran war? Ja, das ist auch alles noch voll mit Kleberesten. Und wir wollen diesen Bus von innen auslackieren in diesem Video. Nicht komplett, denn er kriegt ja einen Innenausbau, aber zumindest die Stellen, wo ursprünglich ein Himmel war, denn wir haben uns entschieden, keinen Himmel zu verbauen. Zumindest nicht hier. Das soll alles schön grün werden. Ab hier kommt dann unsere Holzarbeit, die wir zusammen mit unserem Kollegen machen, der letztens da zu Besuch war. Doch zur Vorbereitung, dass er dann loslegen kann, müssen wir, wie gesagt, hier heute den ganzen Kleber entfernen, alles anschleifen und idealerweise am Ende vom Video auch den Bus innen komplett auslackieren im originalen Grünton. Das alles wollen wir diese Woche erledigen. Schön, dass ihr dabei seid und am besten fangen wir direkt an. Alles klar. Safe, Alter, du kriegst einen Hörsturz, Mann. Aber kann man da schon was drauf kleben? Ja. Ey, geil. Boah, das heißt einfach nur mit dem Ding rüber. Zumindest den Himmel, ja? Ja. Weil da kleben wir ja nur Dämmung drauf. Hier wollen wir lackieren. Ich würde es auch von oben nach unten hier anfangen. Ja. Also vielleicht, dass vielleicht zwei von innen anfangen und ich fange es mal von der außen an, dann können wir nicht parallel arbeiten. Das ist ein Plan. Das ist ein Plan. Zieh mal ab, das Ding. Brauche ich mal eigentlich fast drei solche. Soll ich mal schnell in den Baumarkt fahren? Schöne Fein holen, dann gib ihm. Zieh mal ab. Schön 50 Jahre gefüllt. eBay Kleinanzeigen, 100 Euro. Wer sucht? Hypernos. Sieht aus wie neu. Es geht voran hier. Die Jungs geben Gas. Ich war gerade mal im Baumarkt mit dem Christoph und habe ein bisschen Stahl gekauft, weil wir müssen die Sitze noch umschweißen. Das sind unsere originalen Sitze. Und ihr seht es, die haben hier einen Bogen. Ja? Denn original ist hier auch eine Mulde in unserem Radkasten. Den haben wir höher gesetzt und jetzt ist er gerade. Magst du mal ganz kurz drauflegen, dass wir zeigen, was das Problem aktuell ist? So, wenn wir ihn jetzt hier montieren wollen. Ihr seht es, der hängt in der Luft. Weil wir keinen Platz für diese Mulde haben. Das heißt, wir müssen jetzt diese Strebe raustrennen und eine gerade Strebe einsetzen, sodass der flach aufliegt und hier an seine Position kann. Also wir versuchen gerade hier den Bezug zu lösen, dass das hier uns erhalten bleibt als Schablone für die neuen Bezüge. Denn wir wollen ja den neu überziehenden Sitz und natürlich auch neu bepolstern, denn... Alter, da haben 1 Milliarde Mäuse schon reingepisst. Es stinkt so ekelhaft. Trotzdem müssen wir da jetzt einmal durch. Blöde Frage, warum macht er eigentlich keine Handschuhe an? Fürs Feeling. Okay. Fakt ist, wenn das hier unten ist, dann haben wir uns diese Strebe hier freigelegt. Ihr seht es, die geht hier so nach oben. Die muss gerade gehen, dass die Federn auch weiter runterkommen. Und dann sollten wir diesen Sitz montieren können. Beim Fahrersitz ist es nochmal ein bisschen was anderes, denn der hat aktuell noch eine Rückenlehnenverstellung. Die schmeißen wir auch raus. Zeigen wir euch, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal Luft anhalten, Bezug runter. Reicht das nicht so schon? Nee, mach mal ganz weg. Wir machen ganz weg. Ja. Sieht aus wie neu. Ja, Maske hat was gebracht. Bezug ist jetzt unten und jetzt seht ihr auch, was das Problem ist. Diese Strebe hier. Die trennen wir jetzt hier ab, damit wir dieses ganze System hier behalten. Werden dann die Winkel hier wegschneiden, das runternehmen und mit geraden Stücken verbinden. Und damit sollte das funktionieren. Christoph? Ja. Let's go.
Freunde, guckt euch das an. Wir haben jetzt hier unser Flacheisen, welches wir gekauft haben, eingesetzt. Haben an dieses Vierkant das originale Blech erst sauber gemacht. Erstmal nur kurz festgepunktet, um zu gucken, ob das jetzt hier mit der Spannung der Federn geht und ob das alles jetzt Platz hat. Wir verbauen den Sitz jetzt einmal kurz auf der Beifahrerseite, setzen uns drauf, gucken, ob das alles passt. Wenn ja, wird das alles noch fest verschweißt und dann ist der erste Sitz schon geregelt. Jetzt bin ich mal gespannt. So, hier rein. Ja, jetzt sind wir aber auch im zweiten, ne? Bis hinten. Ja. Nee, ist noch nicht ganz drin. Jetzt. Wo ist das so? Ja? Digga, what the fuck? Ey, guck mal. Wir haben Platz noch. Easy cheesy, Mann. Boah, geil, habt ihr hier schon geschliffen, ne? Ja, natürlich, alles fertig. Ja. Digga, ganze Dach. Also ich sag euch eins, wir brauchen, kannst du den Sattler absagen? Das ist mega bequem. Lass mich auch mal. Das ist mega bequem. So, nächster Sitz, Fahrersitz. Hier ist die besagte Verstellung, die uns den Sitz dann nach vorne und nach hinten verstellen lässt. Die können wir natürlich nicht mehr fahren, denn die ist an dieser Strebe dran, die definitiv zu hoch ist. Das muss weg und das muss weg. Also entfernen wir jetzt dieses Teil. Tschüss. Schneiden das raus, machen zwei gerade Bleche rein und werden dann diese Bolzen durch Schrauben ersetzen, die wir dann festziehen in der Sitzposition, wie ich sie möchte. So kann man das jederzeit noch ändern, braucht halt ein bisschen Werkzeug dafür, aber wenn es einmal eingestellt ist, sollte das passen. Bisschen weniger Luxus, aber dafür fahrbar in Tief. Lackierarbeiten sind vollendet, es hat super funktioniert. Patina hat nichts abbekommen, wir haben schon wieder ausgepackt. Und jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis. Die wichtigen Stellen waren hier drin, denn das wird alles sichtbar sein nach unserem Innenausbau. Hier und natürlich hier an den Türen, an den Seiten, das wird alles verkleidet. Aber hier, wo original der Himmel hingehört eigentlich, ist jetzt wieder alles in dem originalen Delta-Grün. Richtig geil gemacht, Chris. Hat er sich wirklich Mühe gegeben, nicht zu arg zu nebeln und trotzdem schön deckend hier alles drauf bekommen. Den Boden haben wir, wie gesagt, dann nur gepinselt. Da kommt eh ein Holzboden drüber, einfach nur damit da was drauf ist. Und natürlich ist nicht so arg Nebel. Wenn man den ganzen Boden spritzt, hatten wir Angst, dass der Lacknebel zu extrem wird und der Bus was abbekommt. Hier vorne alles gespritzt. Sieht richtig, richtig gut aus. Also das meiste davon wird man nicht sehen. Also das alles wird verkleidet, da kommt ein Teppich rein. Das da sieht man nicht. Man sieht eigentlich wirklich nur diese Stellen hier, ja? Das hier oben, das sieht man. Der Rest ist wirklich nicht relevant und ist jetzt noch zu sehen. Spätestens in ein paar Wochen werden wir das wahrscheinlich nie wieder sehen. Als nächstes geht es um die Dämmung. Wir haben uns da verschiedene Sachen überlegt. Als allererstes mal Alubitül. Das Zeug kennen einige wahrscheinlich. Ist geil zu verarbeiten, funktioniert auch ziemlich gut. Zeigen wir euch morgen genau, wie wir das machen. Heute ist noch ein konkreter Plan, hier ein bisschen umzuräumen, denn nächste Woche soll es bereits weitergehen mit diesem schönen Auto. Ihr hört es, der Benz von Chris, der Porno-Benz, kommt wieder aus seinem Dornröschenschlaf nach der Komplettlackierung, denn auch der soll zusammen mit dem Bus zum Saisonstand völlig fertig werden. Wir stehen bei der Tuning World am Bodensee zum Beispiel mit beiden Autos, den Käfer nehme ich auch noch mit und deswegen haben wir noch einiges zu tun. Räumen wir noch ein bisschen um, dass wir für nächstes Wochenende schon parat sind und morgen für dieses Video noch dann die Dämmung hier im Bus. Wir beginnen hier mit unserem H-Golf, der wurde ja frisch gefüllert. Machen wir jetzt noch das ganze Papier weg, dass man auch aus den Scheiben rausgucken kann, damit wir den hier erstmal rausfahren können, um den Platz frei zu haben für die beiden Karren, um sie hier rauszurangieren. Also deine Effektlackierung, die können wir eigentlich gerade so lassen. Lass mal so, oder? Ich würde sagen, eins in die Kommentare, wenn wir das so lassen sollen. Wild. Hätten wir noch nie gehabt so. So, Golf kommt jetzt raus. Ja, mach ihn am besten da hoch, dass er nicht im Weg, weil als nächstes brauchen wir Platz für die zwei Schätze. Benz und Käfer müssen jetzt beide mal hier kurz weichen, denn der Plan ist, den Golf hier hochzustellen, den Benz hier hinzustellen und den Käfer hier unten hinzustellen. Bisschen kompliziert, ich erkläre euch gleich warum. Jetzt müssen wir das noch machen. Damn.
Porno-Benz. Da ist er wieder. Ja, war gut geschützt, hat nichts abbekommen. Fahrwerk ist anscheinend dicht, denn er ist nach wie vor oben, vorne und hinten. Jetzt die Batterie wieder einbauen. Hoffen, dass er anspringt. Dann fahren wir den raus. So, jetzt mach uns stolz. Ja, der kommt. Jetzt wisst ihr, was auf unserer Liste steht noch, warum der Benz hier langsam mal vor muss zum Saisonstart. Der Motor, der braucht noch ein bisschen Liebe. Yes! Jetzt lassen wir mal ein bisschen laufen. Da ist er. Also ja, am Motor haben wir noch nicht wirklich viel gemacht. Er lief ja bis jetzt immer, aber einen ganz, ganz großen Service sollten wir auf jeden Fall noch machen. Und das ist auch ganz oben auf der Liste, aber dafür darf er natürlich nicht unter der Bühne stehen. Geht noch. Geht, kommst vorbei, ja. Am Bus leider nicht. Ich habe ihn vermisst, den Porno-Benz. Ich denke, einige von euch auch. Diese Karre passt einfach 1:1 zu dir, Alter. Das ist so dein Auto, Digga. Gist ist natürlich nicht der Einzige mit einem kleinen Erfolgserlebnis heute. Auch ich darf mein Schätzchen rausholen. Der Käfer kommt endlich runter von der Bühne. Ja, ich bin gespannt, ob er anspringt, aber wir sind guter Dinge, oder? Schauen wir mal, ob er unter dreimal orgeln wie bei mir. Ich glaube nicht. Ui, Hallöchen. Oh yeah. Also, auspacken, anschmeißen. So, schauen wir mal, ob er Bock hat. Daumen sind gedrückt. Sehr schön. Oh. Oh, nix, Alter. Huh. Schade. Kein Saft. Aber es hängt doch der Booster dran. Sie ist so tot, die Batterie. So, vom Benz die viel zu große Batterie geklaut. Wenn sie jetzt auch nicht geht, ach, dann haben wir ein anderes Problem. Saft hat er. Aha! Aha! Komm, komm! Komm, Baby! Möchtest du mal den Bremsenreiniger holen? Vorsicht, da könnte jetzt gleich ein Qualm rauskommen. Okay, mach mal. Ja, noch mal. Lass ich jetzt schön 2-3 Minuten laufen, schön Tank voll machen und dann hochpumpen, rausfahren. Ja, wenn man so ein Auto in dem Baujahr nach langer Standzeit startet, sollte man nicht dahinter stehen, wie man hier sieht. Schön die beiden Endrohre verewigt. Aber der Käfer, ist ein freundliches Auto. Die Nasenlöcher sehen scheiße aus. So, das große Umparken hat ein Ende. Der Ben steht jetzt hier, parat für nächste Woche. Wir wollen ja hier saisonfertig werden. Der Käfer steht unten. Wir haben den Haargolf jetzt einer kleinen Pause gegönnt. Der steht jetzt hier oben auf der Bühne bis Saisonbeginn. Wir kommen nicht ganz hin mit allen Projekten. Wir haben jetzt Prioritäten gesetzt und Priorität ist auf jeden Fall, dass der Bus fertig wird und der Benz fertig wird bis zum Mai zu Tuning World. Danach, wenn die dann auf der Straße sind, holen wir unseren Kollegen hier wieder von der Bühne runter und kümmern uns um den Neulack. Das wäre jetzt als nächstes angestanden und den finalen Zusammenbau plus Innenraum und den ganzen 90er Jahren Gadgets, die wir noch vorhaben. Das heißt, müssen wir jetzt leider eine kleine Pause einlegen. Dieses Projekt hatte ich ja gesagt, soll so ein Lückenfüller werden, wenn wir warten, bis es beim Bus oder Benz weitergehen kann. Jetzt sind wir parat für den Innenausbau beim Bus und auch hier beim Benz und die letzten Arbeiten für TÜV zu machen. Deswegen etwas Geduld, was den Haargolf angeht, aber genug Content auf jeden Fall mit diesen Schätzchen hier. Morgen geht's nochmal beim Bus weiter, bevor wir dann mit Benz anfangen. Ihr wisst ja. Kollege, den ich gerade an mein Auto an. Nee, warum? Flexst du gerade mit fremden Autos? Warte kurz, ich flex mit meinem. Morgen geht's nochmal beim Bus weiter und da geht's um die Dämmung, deswegen solltet ihr dranbleiben. Wir sehen uns gleich. Willkommen zurück. Letzter Tag im Thema Bus lackieren und dämmen, zumindest von innen. Und zwar geht es heute mit unseren Alu-Bitül-Dämmmatten weiter. Boah, immer noch nach wie vor super geil hier in Grün. Und das hier sind die besagten Matten. Die kosten ein bisschen Geld. Was haben wir da gezahlt, glaube ich? 8 Stück 25 Euro. Ja, und die sind gar nicht mal so groß. Deswegen, wir werden jetzt hier nicht am Himmel zum Beispiel flächendeckend das verkleben, sondern wirklich nur so spotmäßig. Das nimmt die ganze Schwingung ein bisschen hier aus dem Blech. Ist schon wesentlich besser, seitdem hier drinnen jetzt die Kittmasse drin ist. Aber natürlich nach wie vor eine Riesenfläche, die schwingen kann. Und das versuchen wir jetzt zu regeln und fangen an, am besten direkt hier an dem Himmel alles zu verkleben. Der Plan ist, ja,
erst das Blech ein bisschen erwärmen, dann diese Matte leicht erwärmen. Dann ziehen wir das hier hinten ab, das klebt dann, tragen das hier auf und dann komme ich mit diesem Roller hier und roll das schön flach hier drüber, sodass das hoffentlich nicht wieder runterfällt. Klebt das? Geil, das klebt gut. Nice. Okay, also wir haben jetzt eine ganze Matte hier gemacht, jetzt kommt noch eine neben dran und hier auch nochmal. Also wir machen hier vorne ein bisschen mehr wie hinten, das beim Fahren am leisesten ist. Hinten teilen wir es dann ein bisschen auf, aber ich denke, dass das mehr als genug ist. Ja, versuch mal, versuch mal. Boah. So sieht das jetzt aus. Super gerade, wir haben uns echt Mühe gegeben. Es ist über Kopf gar nicht so leicht. Und jetzt, Chris, mach mal hier den Vergleich. Hier sind Matten, hier noch keine. Mach mal. Krass. Es ist schon wesentlich gedämmter hier als hier. Das ist natürlich nur eine reine Schalldämmung. Da kommt noch eine Wärmedämmung rein danach. Und wir haben auch jetzt nicht so mega viel Erfahrung damit. Deswegen probieren wir es einfach mal aus. Aber bis jetzt bin ich der Meinung, das ist echt eine geile Lösung. Und gerade bei so großen Flächen. Vier so Matten, geregelt. Das hast du halt bei meinen Bands abgeschnitten, gell? Ja, guck mal hier. Learning by doing. Ich sag immer, wie es ist. Komplett durch einmal. Und jetzt sind wir schon hier an der Seitenwand dran. Dafür schneide ich die Dinger einfach mit einer Schere zu Streifen, die da genau reinpassen. Denn das ist auch ganz schön laut. Ich bin mal gespannt, was da der Unterschied ist. Am Dach habt ihr gehört, hat schon viel gebracht. Okay, ich muss euch nochmal ganz kurz einen Zwischenstand geben, dass wir das vorher nachher euch nochmal besser zeigen können. Und zwar haben wir jetzt hier jetzt in diesen Lücken was verklebt und hier drüben noch nicht. Chris, klopf mal hier drüben. Jetzt. Nice, Mann. Also ich würde sagen, das kommt schon sehr, sehr gut. Wir machen weiter. Und ja, da hinten haben wir noch gut zu tun, deswegen halten wir es jetzt ran und zeigen euch jetzt wirklich gleich, wenn es fertig ist. Freunde, 90% sind fertig gedämmt. Der Vergleich, die Türen fehlen zum Beispiel noch. Achtung, jetzt hier drüben alles gedämmt. Jo. Panzer ist am Start. Wir werden einfach ganz entspannt nächste Woche noch hier schnell die Tür fertig dämmen, denn wir bekommen Besuch schon sehr bald für unsere Sitze. Die Gestelle sind ja jetzt Gott sei Dank geregelt, aber so können sie natürlich nicht bleiben, ne? Also ich würde auch so fahren, aber wir wollen ja im Innenraum keine Patina, deswegen einmal alles schick machen. Rückbank ist auch auf dem Weg, da kommt ein Klappbett rein. Also ganz viel Zeug erwartet euch beim Bus, aber auch hier beim Benz. Die Haube ist schon offen. Das heißt, wir sind am Planen und am Bestellen von Teilen. Deswegen nicht vergessen, den Channel zu abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao. Bring the vibes here.